Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Urlaubssaison ist zwar so langsam vorbei, aber es hält sich immer noch hartnäckig das Gerücht, dass Elektroautos trotz mittlerweile doch recht großer Reichweiten als Urlaubsgefährt nichts taugen. Das ist immer noch ein gängiges Vorurteil. Und siehe da, pünktlich zur Urlaubssaison erschienen wieder Artikel in diversen Magazinen, die genau das angeblich beweisen. Zum Beispiel im Online-Magazin E-Fahrer, das ist eigentlich ein Magazin von Chip und dem Focus und eigentlich eine gute und sachliche Informationsquelle, erschien vor ein paar Tagen der Artikel mit dem Titel »Familie fährt im Elektroauto nach Frankreich, Ladehölle zerstört ihren Urlaub«. Den Artikel verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Naja, ich war auch gerade erst in Frankreich mit meinem Elektroauto und vielleicht habt ihr ja meine Roadtrip-Videos gesehen, von daher konnte ich das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und was dort in dem Artikel zu lesen ist, ist in der Tat ein Albtraum. Was war geschehen? Darüber rede ich mit euch in diesem Video und versuche mal zu erklären, wie kann sowas überhaupt passieren. Deswegen bleibt dran. Ja, was ist passiert in dem Urlaub dieser Familie? Also als allererstes schildern sie in dem Artikel, dass sie völlig überrascht waren von dem Autobahnverbrauch bei Geschwindigkeiten über 130 km/h. Das heißt, die 440 Kilometer Reichweite, die der Kia anfangs angezeigt hat, schmolzen sehr schnell dahin auf nur noch 280 Kilometer Reichweite, sodass sie den Schnelllader, den sie ursprünglich anfahren wollten, nicht erreichten und dann musste man also von der Autobahn runter und ganz plötzlich sozusagen und dann eine 11 kW Ladestation nutzen, um dort ein bisschen aufzuladen, um dann den Schnelllader zu erreichen. Ja, woran liegt das? Natürlich mangelnde Information, mangelndes Wissen. Ich weiß nicht, das Auto hatten sie vermutlich erst ein paar Tage und es war ihre erste Autobahnfahrt. Und ob sie sich jetzt wirklich über das Prinzip Elektroauto vorher Gedanken gemacht haben, scheinbar nicht, denn sonst wäre es für sie nicht so überraschend gekommen. Also schon mal ein sehr merkwürdiger Fakt, wie ich finde. Ja, aber dann ging es ja weiter. Dann waren sie also irgendwann an der Schnellladesäule und haben es dann zu ihrem Zwischenziel geschafft, wo sie dann übernachtet haben. Dort angekommen haben sie dann über Nacht nicht noch irgendwo aufgeladen, also zur Not auch an Schuko, dass der Wagen am nächsten Morgen wieder voll ist, sondern sie sind dann am nächsten Morgen einfach ganz normal wieder weitergefahren und wollten dann unterwegs an einer Schnellladesäule laden. Das hat leider natürlich dann auch nicht funktioniert, denn diese Schnellladesäule war mit der ChargeMap-Karte ausnahmsweise nicht kompatibel. Man konnte sie also nicht freischalten. Und sie hatten ja nur diese ChargeMap-Karte. Die Hotline konnte ihnen dann so auch nicht weiterhelfen. Sie hat dann nur empfohlen, sie sollen das über die App freischalten. Das ging dann tatsächlich auch. Und die Familie konnte laden, ist dann bei 37 Grad im Schatten und Mörderhitze. Das kann ich bestätigen. In Südfrankreich ist es tatsächlich tierisch heiß, gerade jetzt im August gewesen. Und die Familie war so ungefähr zeitgleich mit mir dort. Und dann sind sie also in ein Café gegangen, um dort ein bisschen was zu trinken und um sich abzukühlen. Die haben ja auch einen Hund dabei gehabt, also völlig verständlich. Und haben dann das Auto eine Stunde laden lassen. Zurück zum Auto, festgestellt, ups, der Ladevorgang ist kurz nach dem Start leider abgebrochen. Eine App, die ihnen das sagt und sie benachrichtigt, hatten sie offensichtlich nicht. Der nächste Fall. Also man geht natürlich nicht mit einem Elektroauto ohne App irgendwie raus, dass man völlig im Dunkeln tappt, ob das Auto noch lädt und schon gar nicht weiß, wie voll es denn jetzt eigentlich ist. Also das ist zum Beispiel Fakt Nummer 2, was ich nur jedem raten kann. Besorgt euch die entsprechende App eures Herstellers, damit ihr über den Ladezustand und den Ladevorgang informiert seid. So, dann ging es weiter. Sie wollten dann nicht den Ladevorgang nochmal starten, sondern sind zu einer anderen Schnellladesäule gefahren, die wohl auch in der Nähe war. Da dann natürlich mit immer weniger Reichweite angekommen und diese Säule funktionierte aber nicht. Sie ließ sich nicht freischalten und dort stand auch schon ein sehr aufgebrachter Elektroautofahrer und auch zu zweit konnten sie die Säule nicht freischalten. So langsam gingen ihnen dann so ein bisschen die Optionen aus. Eigentlich wollten sie ja nur 100 Kilometer weit weg zu ihrem Ziel, eine Entfernung, die ja eigentlich für ein normales Auto lächerlich ist. Für die Familie jetzt in diesem Fall war es aber eine große Hürde und sorgte für immer mehr Unruhe, weil die Batterie einfach ja immer weniger Reichweite hatte. Dann versuchte man es im nahegelegenen Stadtgebiet an mehreren 22 kW Ladesäulen, wieder von MobiW, die auch alle mit dieser ChargeMap-Karte nicht freizuschalten waren und irgendwie andere Säulen waren entweder nicht in Reichweite oder die Familie konnte sie nicht finden, wie auch immer, das ist nicht weiter erklärt in dem Artikel. Auf jeden Fall entschied sich dann die Familie, den letzten Strohhalm zu ziehen, den man im Prinzip dann haben kann, nämlich den Abschleppdienst anzurufen.
In diesem Fall die Kia Assistance Hotline. Ja, die schickte dann nach 2 Stunden Warterei im Auto, wir erinnern uns, draußen 37 Grad. Nach 2 Stunden schickten sie dann den Abschleppwagen und der Wagen wurde in die nächste Werkstatt abgeschleppt. Es war wie gesagt ein Sonntag, alle Kia-Autohäuser hatten zu und man musste den Wagen also über Nacht zwischenlagern. Und die Familie ist dann mit einem Taxi zum Ferienhaus gefahren, wo sie hin wollten und hat dann da übernachtet. Ja, am Montag wollte man den Wagen dann natürlich wieder abholen, vollgeladen, wie sie hofften. Tja, aber irgendwie meldete sich niemand und nachmittags rief man dann beim Abschleppdienst an und der meinte irgendwie, ja, sie haben leider von Kia keinen Termin kriegen können, der nächste freie Termin wäre jetzt irgendwie in Wochen. Völlig absurde Situation, wozu braucht man einen Termin zum Aufladen? Also irgendwas muss da völlig schief gelaufen sein. Man hat sich dort entweder komplett missverstanden oder man wollte sich irgendwie nicht verstehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat man dann irgendwann die Idee gehabt, hey, wir können doch mit Schuko laden. Man muss ja nicht unbedingt zum Kia-Autohaus fahren. Vielleicht kann ja der Abschleppdienst das Auto mit einer Schuko-Steckdose und dem Ladekabel, was im Kofferraum liegt, aufladen. Das Desaster nahm seinen Lauf immer weiter, denn dieser Abschleppdienst musste dann irgendwie zugeben, nachdem sie darauf hingewiesen wurden, dass sie das doch machen sollen, ja, dass sie den Autoschlüssel nicht mehr finden. Also wird immer absurder. Zumindest die Familie hatte immerhin Glück im Unglück, denn sie hatten den Zweitschlüssel noch dabei. Damit ausgestattet sollte dann der Abschleppdienst das doch wohl irgendwie hinkriegen. Ja, später riefen sie dann wieder zurück und meinten irgendwie, ja, sie hätten es jetzt alles probiert und es wäre irgendwie nicht möglich. Und sie würden jetzt doch nochmal den Wagen zu Kia schleppen lassen und dort versuchen irgendwie, ob da nicht ein Defekt am Ladestecker vorliegt. Naja, das würden sie dann untersuchen. Also wird immer absurder. Vom Montag sind dann schon weitere 2 Tage vergangen, das war dann also am Mittwoch und am Donnerstag wollten sie dann eigentlich nach Hause fahren und dann fuhren sie wieder mit dem Taxi zum Kia-Autohaus, wo dann der Werkstattmeister nur den Kopf schüttelte und meinte, wieso, wo ist das Problem, wir haben hier 10 Ladesäulen, die sind durchgängig verfügbar, da hätten sie doch aufladen können. Ja, also dieser Artikel, da sträuben sich mir die Nackenhaare, also in diesem Artikel sind alle Möglichkeiten, die es überhaupt nur gibt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, absurdeste Probleme in einen Artikel gepackt. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass die Familie in dem Artikel am Ende dann doch noch schreibt, dass sie trotzdem von der Elektromobilität überzeugt sind, nur mit ihrem Elektroauto nicht mehr in nächster Zeit in den Urlaub fahren würden. Ja, wie kann sowas sein? Also das ist ein absurdes Theater, was dort passiert ist und ich kann es mir nur so erklären, wenn es denn wahr sein sollte. Nehmen wir mal an, es ist wahr, das will ich mal dem Magazin E-Fahrer zugutehalten, dass sie uns hier keinen Bären aufgebunden haben, dass einfach diese Familie mit einem neuen Elektroauto völlig überfordert war, dass sie sich null informiert haben über das System Elektroautos, über Probleme, die vielleicht entstehen können, sich null vorbereitet haben, sondern einfach naiv, wie sie vielleicht waren oder mit der Überzeugung, wieso, es ist doch auch nur ein neues Auto, sich ins Auto gesetzt haben und losgefahren sind. Ja, und dann hat man den Salat. Und das ist genau das Problem, weswegen auch wir Elektroautofahrer uns vielleicht auch mal eingestehen müssen, dass die Elektromobilität, so wie wir sie heute haben, für uns, die wir die Praxis haben und auch uns dafür interessieren, völlig okay ist und für uns super funktioniert, aber noch nicht für die breite Masse, wie dieses Beispiel zumindest zeigt. Denn massentauglich würde bedeuten, das Ganze ist idiotensicher. Und idiotensicher ist es einfach noch nicht, wenn ich mir die Hersteller angucke, die einfach nur schicke Autos produzieren, aber danach den Käufer im Prinzip im Regen stehen lassen und kein Konzept haben, um dann mit dem Auto die Benutzung und auch das Ladeerlebnis so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, ohne dass man nachdenken muss. Es gibt da natürlich die eine Ausnahme, das Auto fahre ich, wisst ihr selber, Tesla ist da anders. Sie betrachten das Auto nicht als Auto, sondern als Technikprodukt und das ganze Konzept, was mit der Elektromobilität zusammenhängt. Das wissen wir, darüber haben wir schon zigmal geredet. Ich finde es nur immer wieder schade und auch gerade für solche Artikel dann wieder bezeichnend, dass die anderen Hersteller hier ihre Hausaufgaben einfach
nicht gemacht haben bis heute. Und eine Hotline, wie zum Beispiel die von Kia, die scheinbar null Ahnung hat oder überhaupt nicht bereit ist, sich um die Probleme eines Elektroautofahrers, wenn er akute Probleme hat, zu kümmern. Da sollten die sich mal fragen, wo da der Fehler in ihrem System liegt. Ja, liebe Nicht-Elektroautofahrer, falls ihr diesen Artikel gelesen habt und nun Angst habt, mit einem Elektroauto würde man sich immer der Gefahr aussetzen, bei längeren Fahrten liegen zu bleiben oder mit leerem Akku zu stranden. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, die euch die Hersteller bieten, um aus so einer Situation wieder herauszukommen. Und das erzähle ich euch jetzt. Obwohl das ja eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man mit leerem Akku strandet, also ich kenne zumindest noch keinen einzigen Elektroautofahrer, dem das wirklich passiert ist, aber vielleicht gibt es sie ja wirklich. Wenn es einem dann mal passieren sollte, dann gibt es immerhin ein paar Möglichkeiten, wie man aus so einer Situation wieder herauskommt. Ja, der Akku ist also leer und man hat keine Möglichkeit mehr, eine Ladestation zu erreichen. Welche Option hat man? Als allererstes ruft man dann also die Service-Hotline des Herstellers an. Die Telefonnummer findet man entweder im Auto direkt oder im Handbuch, im Handschuhfach. Das ist auf jeden Fall die erste Wahl. Falls das nicht klappt, einen Pannendienst kontaktieren. Diese beiden Optionen stehen zur Verfügung, mehr im Moment nicht, denn ein tragbarer Stromspeicher, den man unterwegs an sein Auto anschließen kann, gibt es für normale Autos noch nicht. Mit einer Ausnahme, zu der komme ich aber später. Das heißt, dass man bei einem leeren Akku den konventionellen Weg gehen muss und das bedeutet meist abschleppen lassen. Das kann auch teuer werden, wenn man zum Beispiel keine Mitgliedschaft in einem Automobilclub abgeschlossen hat. Deswegen sollte man zuerst die Servicenummer des Herstellers wählen. Und die meisten Hersteller bieten eine sogenannte Mobilitätsgarantie an, die im Pannenfall greift und euch da aus der Patsche hilft. Aber Vorsicht, erkundigt euch besser mal, ob eine Garantieleistung auch dann vorliegt, wenn es zu einer Panne wegen eines leeren Akkus kommt. Denn manchmal ist diese Option ausgeschlossen, wie zum Beispiel bei Opel. Ich habe mal einige Hersteller aufgelistet, die einen auch im Fall eines leeren Akkus kostenlos abschleppen. BMW bildet mit dem sogenannten BMW Mobile Recharger eine Ausnahme, denn kein anderer Hersteller bietet momentan einen Ladeservice am Pannenort an. Das ist schon ziemlich einmalig und da können sich die anderen Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen. Ich denke mal, dass VW an ähnlichen Systemen auch arbeitet. Wie ist das denn bei euch? Wart ihr mit eurem Elektroauto im Urlaub im Ausland? Hattet ihr Probleme oder lief alles bei euch reibungslos? Schreibt es mir doch in die Kommentare, das würde mich freuen und hier vor allem natürlich die Nicht-Tesla-Fahrer. Also ihr seht, krasser Fall. Ich gehe mal davon aus, dass er stimmt. Wenn ja, Chapeau, dass die Familie das mit Humor genommen hat am Ende. Ich hätte es, glaube ich, nicht so gesehen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.